Hallo und herzlich willkommen zu den nächsten Achtelfinalpartien bei der Daniels Kos Sticker Europameisterschaft 2024. Und ihr seht ja schon, hier in diesem Display sind nicht mehr viele Sticker Packs drinnen. Das heißt, wir werden mal das zweite Display hier öffnen müssen. Auf jeden Fall, heute haben wir zwei weitere Viertelfinaltickets zu vergeben und dafür haben wir vier Bewerber. Auf der linken Seite haben wir Österreich gegen Belgien. Mal wieder zwei Nachbarländer Deutschlands am Start. Und auf der anderen Seite Portugal gegen Slowenien. Mal gucken, ob CR7 da heute ein Tor machen kann. Mal gucken. Auf jeden Fall, die leichten Favoriten sind Belgien und Portugal. Wir haben wie immer vier Stickerbäckchen hier für die ersten 90 Minuten am Start. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wie es dann ja, weitergeht. Ob wir eine Verlängerung brauchen, ob wir einen Golden Goal dann brauchen. Wir sehen das Ganze auf jeden Fall dann. Und beginnen jetzt erstmal mit der ersten Halbzeit. Ja Leute, wir beginnen auf jeden Fall mit einem Duo-Sticker von Finnland und Wales. Beide Länder nichts dabei. Nämlich Brennan Johnson und Timo Pukki haben wir da. Ich glaube, den Duo-Sticker habe ich aber schon gezogen. Dann haben wir Island, der nächste Duo-Sticker mit Ingason und Hermansson am Start. Auch Island überhaupt nicht bei der EM dieses Jahr dabei. Dann machen wir weiter mit Jiří Pavlenka, der Torwart von Tschechien. Auch Torhüter können Tor erzielen, aber Tschechien ist ja hier und heute nicht dran in diesem Video. Dann Ungarn am Start mit Kevin Kosboot. Außerdem die Italiener mit Brian Cristante am Start. Und dann noch das Deutschland-Logo. Ja, Deutschland war aber schon im ersten Achtelfinalvideo hier am Start und somit bisher noch keine Tore. Aber das kann sich ja ziemlich schnell ändern. Wir machen weiter mit dem zweiten Siegerbäckchen und da beginnen wir mit den Niederländern. Ja, die Niederlande heute nicht dabei. Dann wird Jeremy Frimpong, ein Spieler, der bei Leverkusen diese Saison richtig krass war, richtig kassiert hat. Dann machen wir auf jeden Fall weiter mit Nikola Milenkovic von Serbien. Auch die Serben hier und heute nicht am Start. Genauso wenig wie Dänemark, Joachim Andersen. Außerdem haben wir dann noch Schottland mit Erwin Hickey oder ja, oder so ähnlich. Dann haben wir Wales am Anfang mit Nico Williams und Joe Rodon am Start. Und dann kurz vor der Halbzeitpause den Doppelschlag für Österreich, David Alaba. Da ist natürlich die Frage, wird Alaba rechtzeitig fit zur Fußball-EM? Das ist wirklich die große Frage. 2-0 Doppelschlag für Österreich kurz vor der Halbzeitpause in der 40. und 45. Minute. Macht Österreich das 2-0 gegen Belgien? Sieht gut aus für die Österreicher, aber Belgien kann das Ganze noch drehen in der zweiten Hälfte. Und bei Portugal gegen Slowenien ist noch wirklich alles möglich. Und somit starten wir gleich ein in die zweite Halbzeit. Wir beginnen jetzt auf jeden Fall mit der zweiten Halbzeit. Die Spieler konnten sich gerade ein bisschen erholen. Eine Viertelstunde Pause war jetzt. Wir machen auf jeden Fall weiter mit Theo Hernandez für Frankreich. Ja, Frankreich spielt erst beim nächsten Mal. Da gibt es auch dann noch übrigens zwei Achtelfinalpartien. Unter anderem die Slowakei trifft auf Albanien. Ja, Albanien ist weitergekommen, ohne ein Spiel zu gewinnen. Ist auch verrückt. Und dann haben wir Frankreich auf jeden Fall gegen die Türkei. Das sind noch die letzten zwei Achtelfinalpartien, Nummer 7 und Nummer 8. Und gerade eben die Slowakei angesprochen, da kommen sie schon mit Michal Tomic. Wir haben ja heute Slowenien und nicht die Slowakei am Start. Ja, dann die Türkei. Dieses Pack hätten wir eigentlich hier wirklich im nächsten Video erst gebraucht. Sehenswürdigkeiten, linke Hälfte. Dann Deutschland. Thilo Kehrer ist hier auf dem Fall am Start. Ist, ja, so wie es aussieht, natürlich nicht dabei im deutschen EM-Kader. Dann haben wir England mit Luke Thomas. Der hat noch gar kein Debüt hier gefeiert für England. Ist auch nur, sag ich mal, hier in der Siegerserie dabei, weil sie für einige Spieler keine Rechte hatten. Und dann nochmal England, aber das Logo für die Engländer. Und ja, somit starten wir schon rein in die letzten 15 Minuten der regulären Spielzeit. Mal gucken, ob wir eine Verlängerung brauchen. Ja Leute, ihr seht ja schon, vielleicht die Vorentscheidung. Ziemlich wahrscheinlich die Vorentscheidung für die Österreicher. Das ist Österreich Nummer 15. Christoph Baumgartner macht, denke ich mal, den Deckel hier drauf. 3-0 für Österreich. Da müsste jetzt schon ein Glitzersticker und ein normaler Sticker kommen. Und das ist unwahrscheinlich auf jeden Fall. 3-0 für Österreich. Unwahrscheinlich, dass zwei Belgier hier noch kommen in diesem Pack. Aber nicht unmöglich, Leute. Nicht unmöglich. Jetzt mal wieder ein Stadion, das von Leipzig. Dann machen wir weiter mit Georgien. Da haben wir Lobjanice und Kev
Feschkiri oder so ähnlich. Ja, die haben alle Namen. Die Georgier, das ist Wahnsinn. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall die Schweiz mit Ziki am Duni. Außerdem Kroatien Sehenswürdigkeiten, linke Hälfte. Und dann noch Player to Watch, Armando Broja für Albanien. Und somit keinen Portugiesen und keinen Slowenen am Start. Also wir werden nochmal zwei Stickerpäckchen hier brauchen. Bisher, ich kann gleich mal spoilern, ging es in jedem Achtelfinalvideo hier in die Verlängerung mindestens. Zwei weitere Stickerpäckchen sind am Start. Und Glückwunsch an Österreich. Grüße gehen auch raus an den Thomas. Der kommt ja aus Österreich. Wenn du das Video siehst, auf jeden Fall Glückwunsch an deine Österreicher. Die sind dabei im Viertelfinale. Gegner ist noch nicht bekannt. Aber sie sind safe im Viertelfinale. Belgien leider raus. Ja, weil sie nicht gut gespielt haben hier und heute. Und somit würde ich sagen, wir machen die Verlängerung jetzt mit Portugal gegen Slowenien. So, wir starten rein in das erste Stickerpäckchen der Verlängerung. Ja, und da haben wir das 1 zu 0. Kaum sind die 90 Minuten regulär um, hat Mija Blasic ja, das 1 zu 0 für Slowenien hier erzielt gegen Portugal. Also CR7 und Co., die sind jetzt auf jeden Fall gefragt, wenn sie hier noch weiterkommen wollen. Jetzt haben wir auf jeden Fall Belgien, aber es ist zu spät für die Belgier. Das Spiel ist schon aus gegen Österreich. Woodface haben wir am Start, den hätten wir davor gebraucht, Leute. Den hätten wir vorhin noch gebraucht. Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt jetzt für Dänemark. Dann Schottland mit Lewis Ferguson am Start. Außerdem Albanien mit Mahash Kumbulu. Kumbula, natürlich. Falsch ausgesprochen. Und schon wieder ein Logo. Heute ziemlich viele Wappen hier am Start von Israel. Und somit haben wir nur noch ein Stickerpäckchen. Die letzten 15 Minuten laufen der Verlängerung und ich bin gespannt, ob Portugal hier noch ausgleichen kann. Ja, Leute, vielleicht das letzte Stickerpäckchen hier und heute. Und vielleicht aber auch nicht. Je nachdem, ob hier ein Spieler aus Portugal drin ist. Wir haben jetzt erstmal einen Duo-Sticker mit Zielinski und Kozlowski von Polen. Der nächste Duo-Sticker für Kasachstan dieses Mal, Schatzki und Alip. Aus dem Gruppe F hier am Start mit Türkei, Playoff-Winner Portugal und Tschechien. Das zählt aber hier nicht für Portugal, Leute. Ja, diese Sticker zählen natürlich nicht. Dann nochmal ein Duo-Sticker, Ukraine mit Stepanenko und Sidorchuk. Dann haben wir Rodri von Spanien und jetzt haben wir die Entscheidung auf jeden Fall. Ein Glitzer-Stick und das ist keiner von Portugal, das ist Mojmir Šutil von den Tschechen. Und somit hatten wir hier wirklich drei Duo-Sticker am Start. Wir hatten drei Duo-Sticker in einem Pack. Auch ganz, ganz wild hier. Und ganz wild, dass Portugal raus ist. Ja, der nächste, sag ich mal, Mitfavorit, sag ich mal, um den EM-Titel. Ich denke, Portugal wird weit kommen. Hier bei mir ist aber leider schon im Achtelfinale Schluss. Slowenien schafft die Überraschung und schafft es, ja, sensationell ins Viertelfinale. Mal gucken, gegen wen sie da spielen. Ich denke, gegen ein Team, wo morgen ran muss. Ja, da haben wir morgen auf jeden Fall noch die Slowakei gegen Albanien. Mal gucken, wer will, wenn es Slowakei gegen Slowenien spielen würde. Würde ich irgendwie feiern. Auf jeden Fall haben wir dann noch Frankreich gegen die Türkei und dann geht es auf jeden Fall bald schon los mit den Viertelfinalpartien. Also wir sind mittendrin in der K.O.-Phase und somit würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen und somit bis zum nächsten Mal und ciao.